das Netzwerk. Ja, wir hatten ja gerade schon eingangs, oder Tipp 1 war es ja, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viele Leute darüber informieren, dass ein Objekt zum Verkauf steht. Das ist ja bei uns, wir stellen das vor, dass ein Trichter ist und ich möchte so viele Interessenten wie möglich oben reinkippen, damit ich meine Filter darauf anlegen kann und möglichst viele Interessenten zum Schluss raus habe, weil das sind dann die potenziellen Käufer, die das Objekt erwerben können oder auch werden. Oder einer zumindest. Dabei ist super wichtig das Netzwerk. Das heißt, in der Regel ist es so, wir haben bei uns eine riesen Kartei. Ich glaube, aktuell haben wir um die 3.000 bis 4.000 suchende Interessenten dabei, die sich bei uns vorgemerkt haben, die bei uns schon mal Kunde waren, die gesagt haben, ich war mit dem Kauf bei euch so zufrieden und das hat alles funktioniert. Wenn ihr noch mal ein Objekt habt, das diese Kriterien erfüllt, dann sagt mir bitte sofort Bescheid. Wir müssen dann dringend reden. So ein Netzwerk ist, ja, wie soll ich sagen, unbezahlbar eigentlich. Weil, wie gesagt, je mehr potenzielle Kunden ich oben rein tue, umso mehr kommt bei mir unten raus. Und jemand, der bei ImmoScout anfragt, wir haben echt, wie soll ich sagen, viele, die würden gerne Immobilie kaufen, aber vielleicht funktioniert es nicht, weil die keine Finanzierung kriegen. Das heißt also, wir haben auch schon von solchen Leuten auch selbst Gebote gekriegt, verbindliche Gebote, schriftlich unterschrieben, aber die kriegen keine Finanzierung. So, damit habe ich kein Gebot, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich jemanden habe, der mir sagt, ich hätte die Immobilie gerne und ich würde das auch gerne bezahlen, aber es findet sich keine Bank, die das mitspielt oder die das mit begleitet. Das ist, ja, Fugazi, ne? Es verpufft in der Luft, ne? Daher ist so ein Netzwerk mit Kunden, die bereits gekauft haben, enorm wertvoll. Weil wenn wir schon einen Kauf begleitet haben bei einem Kunden, dann weiß ich, der weiß, was er tut. Er hat eine gewisse Bonität. Er hat eine Erfahrung bei Finanzierungen, kriegt die auch durch. In der Regel sind es Leute auch, die haben schon pro forma irgendwelche Bankzusagen, wo dann steht, wir können Projekte bis Summe X begleiten und so weiter. Ne? So, und das ist einfach ein Interessent, wo ich weiß, ich muss diesen Trichter, weil letztendlich in diesem Trichter mache ich nichts anderes. Ich prüfe, ist der überhaupt fähig dazu, ist der dazu wirtschaftlich in der Lage, wird die Bank begleiten dabei, kommt da, also ist das ein Interessent, ja oder nein? Das ist letztendlich mein Trichter, die Fragen dabei. Ne? So, das ist doch, was ich herausfinden will. Und wenn ich aber schon mehrere tausend habe, wo ich weiß, dass es funktioniert bei denen und davon kommen zwei, drei Stück, ja, ist unbezahlbar. Mit denen kann ich sofort in Verhandlungen quasi gehen. Ich zahle die Immobilie oder wir zahlen die Immobilie und ich kann danach sofort in Verhandlungen reingehen. Man kann ziemlich schnell damit, ja, richtig verlässliche Gebote kriegen, womit man sehr gut und sofort arbeiten kann. Und das ist eigentlich das, was das so spannend macht. Wir haben nicht selten eine Vermarktungszeit von unter 6 Wochen bei Immobilien. Vor allem bei Mehrfamilienhäusern. Da haben wir echt viele vorgemerkte Kunden bei uns, die bereits schon gekauft haben, wo genau wissen, was die wollen. Und da funktioniert das in der Regel auch. Wir hatten dazu keinen einzigen Fall, wo es nicht geklappt hatte. Das heißt, ich weiß von vornherein, es ist valide. Da muss nicht erst irgendwie lange etwas vorbereitet werden, begleitet werden. Und nachher stellt sich raus, die Bank begleitet das gar nicht, das Vorhaben. Ne? So, daher unverwechselbar und vor allem unbezahlbar ist ein solides Netzwerk mit potenziellen Kunden, die auch wirklich Kunden sein können, die auch wirklich kaufen können. So, ganz wichtiger Tipp, das ist nämlich richtig viel wert, weil damit kann ich Zeit und damit auch die Geschwindigkeit enorm beisteuern. Wir sehen uns bei Tipp Nummer 6.